dieses Thema liegt euch unglaublich auf dem Herzen. Wie finanziere ich mir diese ganzen Reisereien? Wie finanziere ich mir mein Leben? Das, wie ich jetzt vor kurzem mich finanziert habe, war einfach, ich habe in einer Strandbar gearbeitet und dort war ich Kellnerin und habe einen kleinen Minijob gehabt, habe am See gewohnt und dort habe ich gearbeitet. Über den ganzen Sommer habe ich aber nicht die ganze Zeit da gearbeitet. Ich habe jetzt vor irgendwas über einem Monat da komplett aufgehört, weil es nicht mehr ging, weil ich meine Workshops, die innere Motivationsworkshops, gegeben habe und ich war so viel unterwegs und musste dann auch mal wieder runterkommen von so viel, ja, hin und her reisen, weil normalerweise, wie ihr vielleicht auch wisst, bin ich so ein Slow-Movement-Reisender, so ich bleibe mindestens 2 Wochen irgendwo, bis ich wieder weiterfahre, weil ich mich akklimatisieren muss und irgendwie was wirklich davon mitnehmen will, wo ich bin und nicht nur was sehen will, sondern auch das richtig das Leben da spüren möchte. Und für mich dauert das dann einfach mindestens 2 Wochen, wenn nicht einen Monat oder so. Es sei denn, ich reise mal von A nach B nach C, um bei C anzukommen. So, das ist dann okay. Zurück. Die Workshops. Also damit habe ich mich auch natürlich finanziert und ich habe auch Coachings gegeben. Wow, Leute, danke. Es sind mittlerweile über 20 Coachings. Ich habe vorher nachgezählt. Und ich bin so begeistert, dass euch das begeistert und ihr da wirklich Interesse für habt. Danke euch vom Herzen an alle, die schon mitgemacht haben. Ich wünsche euch das Beste. Und so habe ich mich im Endeffekt im Moment finanziert. Das, was ich jetzt auch noch mache, ist, weil die Workshop-Season ist jetzt so vorbei, der Herbst kommt und ich fokussiere mich jetzt gerade ein bisschen mehr auf, andere Arbeit, sag ich mal. Deshalb habe ich jetzt einfach auch wieder mit der Straßenkunst angefangen. Ich schanze ja in der Straße. Ihr habt das ja in einem der letzten Videos gesehen. Ich habe so ein Riesentuch und damit tanze ich. Ich mache schöne Musik an und die Leute begeistern sich. Es ist super schön. So, ich kann mir auch vorstellen, dass es super schön ist, wenn ich da jemanden sehe mit so einem Tuch und so am Tanzen. Es macht mir unglaublich viel Freude. Und es gibt ja auch noch sowas wie Containern, dem das was sagt, der weiß, wovon ich spreche. Die anderen, sag ich mal, es gibt Supermärkte, die schmeißen super viel Essen weg, was noch brauchbar ist, aber weil es nicht mehr dort liegen kann oder weil es eine kleine Macke hat oder so, kommt es in den Müll und das Problem ist Essen. Und ja, das ist halt Containern, indem man dorthin geht. Es gibt auch Foodsharing, ne? Also man kann auch nachfragen und so kann man auch ganz schön viel Geld sparen. Jo, so finanziere ich mich im Moment. Was jetzt als nächstes kommt, mal schauen. Mal schauen, wie alles weiterläuft. Gehen wir mal von ganz am Anfang meiner Alleine-Reisen-Zeit. Also ich mache das jetzt sozusagen schon seit 2 Jahren. Und als ich angefangen habe, habe ich ganz easy angefangen mit der Sicherheit und allem. Ich habe nämlich ein Erasmus-Jahr gemacht in Spanien. Und dort habe ich in Malaga gewohnt, mit Spanien zusammen in einer Wohnung. Ich esse sehr, sag ich mal, naturbelassen. Deshalb finde ich, dass das schon relativ günstig ist, wie ich mich ernähre. Ich kaufe mir dann mal was Besonderes, so eine tropische Frucht oder so, wo ich einfach sage, yeah, das macht mir jetzt nochmal mein Frühstück so ein bisschen besonders special. Aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich so abgefahrene Sachen brauche. Ja, ich koche halt auch einfach sehr gerne selber. Ich gehe nicht aus, ich gehe selten aus. Ich möchte das auch mal ändern, weil ich mich so dran gewöhnt habe, immer selber zu kochen, dass ich finde, dass dieses Erlebnis, auch mal bedient zu werden und dafür zu bezahlen, dass ich das nie habe und deshalb will ich das jetzt auch mal machen, weil das auch schön ist. Dann habe ich natürlich auch immer wieder bei unterschiedlichen Minijobs, also ich habe unterschiedliche Minijobs gehabt. Ich war mal Einpack-Elfe, da habe ich Geschenke eingepackt zu Weihnachten und das habe ich fast jedes Jahr gemacht. Ich habe in einem Gourmet-Restaurant gearbeitet, traut mir gar nicht so zu, würde ich sagen, aber doch.
Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mein Name Weltenwanderin kommt ja auch nicht von irgendwo, sondern ich mag es, in unterschiedliche Bereiche einzutauchen. Das muss nicht nur mit Reisen verbunden sein, also dieses von A nach B kommen, sondern auch in einem Ort zu reisen. So habe ich ja auch meine Reise angefangen, zu sagen, ey, ich kann mir das jetzt nicht finanzieren, aber ich reise jetzt in meiner eigenen Stadt. So. Und ich habe es geschafft, ich habe so coole Erfahrungen gemacht, wo ich dachte, sowas macht man ja nur, wenn man reisen geht. Stimmt nicht. Wenn du reisen möchtest, kannst du immer reisen. Und das Leben ist eine Reise. Das habe ich dann irgendwann verstanden. Ja, ich erzähle ein bisschen kreuz und quer, aber ich hoffe, euch macht das nichts aus. Das ist irgendwie, ich finde es auch wichtig, die Sachen, die ich jetzt sage. Sonst würde ich es ja nicht sagen. So, dann habe ich so kleine Nebenjobs gemacht. Ich habe auf dem Biomarkt auch gearbeitet. Und ja, immer wieder so kleine Sachen, die mir auch Freude gegeben haben, die aber auch nicht immer dauerläufig waren, sondern irgendwann war dann auch wieder Ende. Und dann war ich auch froh, mal was anderes zu machen. Ich habe nach der ersten Reise, weil ich so viel Musik gemacht habe und mich damit so sehr beschäftigt habe, habe ich dann auch Konzerte gegeben und war wirklich gut. Ich bin aus Spanien gekommen und plötzlich haben sich überall Angebote angezettelt. Ich habe Straßenmusik gemacht und irgendwie wurde ich dann da gefragt, ja, möchtest du da vielleicht auf einem Benefizkonzert spielen? Möchtest du hier mal ein Konzert geben? Hast du Lust, bei uns auf der Hochzeit zu spielen? Ich habe wirklich auf einer Hochzeit auch gespielt und meine Musik ist sehr, ich dachte, nicht so hochzeitstauglich. Aber es waren sehr alternative Menschen, denen hat es gefallen. Und es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und es war eine Ehre für mich, auf der Hochzeit zu spielen. Hallo, heute ist mein Konzert Numero 4 auf einer Hochzeit und es geht gleich los. Ach so, was ich mache? Ich loope. Ich nehme meine Stimme auf, ich mache Beatbox, zum Beispiel sowas. Und ich singe la 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 und mache Hintergrundmusik, alles mit meiner Stimme und Effekten von meiner Loopstage. Ihr könnt gespannt sein, weil ich bin es auch. Dann ging aber diese Konzertzeit vorbei und ich habe ganz viel am Caravan-Ausbau gearbeitet. Ich habe dann auch meinen Biomarkt-Job aufgegeben, ja, weil der Ausbau einfach super viel Zeit eingenommen hat. Ich war da nonstop jeden Tag, ich hatte kaum Wochenenden. Ich habe wirklich sehr viel gemacht, vor allem als jemand, der gar kein Know-how hatte, also so minimal. Ich bin handwerklich zwar begabt, aber ich habe kein Know-how. Ich musste zum Beispiel lernen, wie man von einer Bohrmaschine die Aufsätze wechselt, so welche Sachen, die für andere ganz normal sind, haben für mich total lange gedauert, bis ich es verstanden habe, bis es funktioniert hat. Das Wasser platscht hier vorhin. Ja, und ganz, ganz viele Sachen. Wir haben ja sozusagen ein kleines Tiny House gebaut, da hat so viel zugehört und auch sich auch mal Hilfe zu suchen und dass die dann auch kommt. Also es war einfach zeitlich, war alles schön, aber ich hatte einfach wirklich wenig Zeit zum Arbeiten, weil ich so viel am Caravan gearbeitet habe. Den habe ich mir dann ja auch finanziert. Der hat ungefähr mit Ausbauen und allem drum und dran, mit Solaranlage, Küche, alles was drin ist, alles was ein Tiny House hat im Endeffekt, ungefähr 3.000 Euro gekostet. Und das war sehr günstig und das hätte ich niemals so geschafft, wenn ich nicht so viel Zeit dafür hätte, um den auszubauen, weil das dauert einfach Zeit, auch die Informationssuche und günstige Sachen finden. Ich habe ja auch die meisten Sachen recycelt oder auch bei eBay habe ich ein paar Sachen kostenlos bekommen oder ganz, ganz günstig. Und sonst bezahlst du dich ja dumm und dämlich. Auf der nächsten Reise mit dem Caravan war ich Studentin noch. Und ich habe sozusagen alles ins Ausland verlagert. Meine Professoren haben gesagt, okay, Stempel drauf, das kannst du machen. Ich habe dann einfach online-mäßig meine Sachen dann als E-Mail geschickt und dann wurde das abgesegnet. Ich habe sozusagen ein Auslandssemester gemacht, obwohl es eigentlich kein Auslandssemester war. Ich habe natürlich dann auch nochmal Geld angespart und wie das wieder Zufall halt so wollte, kamen mir auch viele Sachen entgegen. Zum Beispiel BlaBlaCar ist super, super gut gewesen für mich zum Herumreisen,
Frike, ich will auch unbedingt weg aus Deutschland, ich muss auch mal raus, wenigstens für einen Monat. Und dann hat er mich gebeten. Hallo. Das ist der Skip. Okay. Ja. Hallo Skip. Viel Spaß dabei. Der sitzt auch auf dem Video, ne? Ja, ich auch wahrscheinlich. Ja. Cool. Du bist ja schön. Haben sich zwei gefunden, ne? Ja, aber ich kann jetzt nicht mehr Video machen, wenn du vor mir stehst. Geh mal rein. Es geht, komm mal, du musst eh essen. Komm. Komm, es geht. Cool. Ja, kurzer Besuch. Genau. Der eine Freund von mir wollte unbedingt mit. Dann hatte ich so ein bisschen hin und her überlegt, weil das ja meine eigene Reise sein sollte. Aber dann haben wir uns geeinigt, dass er für einen Monat mitkommt. Und im Endeffekt war es dann auch so, dass er mir die Spritkosten zum Teil mitbezahlt hat. Und das war für mich so total die Erleichterung, weil ich dann einfach noch super viel Kohle hatte, um meine Reise zu finanzieren. Dort habe ich ja auch Straßenkunst gemacht und ich hatte auch noch was angespart von den Jobs, die ich vorher gemacht habe. Und dann konnte ich einfach losziehen und machen. Das ist ja auch sehr günstig, im Van zu wohnen. Also ich musste ja keine Mietskosten, nichts bezahlen. Und ja, wir haben dort auch viel zusammen als Community sozusagen, als kleine Van-Community, wir alle da überwintert haben, ja, zusammen auch uns finanziert, sag ich mal. Wir haben zusammen gegessen und man kann auch zu Supermärkten oder Bäckern gehen. Es gibt irgendwie so eine App oder so, irgendwer hat es da herausgefunden, dass man einfach nachfragt und kurz vor Ladenschluss kannst du dorthin gehen und dann bekommst du irgendwie noch Brötchen oder ein bisschen Gemüse, was die halt noch übrig haben. Und so haben wir dann halt auch zusammen uns eine schöne Zeit gemacht, den Winter miteinander verbracht, Weihnachten, Silvester zusammen gefeiert. Dazu gibt es auch ein Video, kann ich euch unten in die Beschreibung machen. Im Endeffekt ist das jetzt so viel zu meiner Finanzierung. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so strukturiert ist, wie ich das haben wollte. Ich glaube nicht, wenn ich mir das Video später nochmal anschaue, muss ich wahrscheinlich mich selber kaputt lachen. Ja, es gibt immer Wege und wenn du zum Beispiel Lust hast auf Reisen dann, und nicht weißt, wie du dich finanzieren kannst, dann schau dich mal in Portalen um, frag mal rum, wie die das machen. Du kannst online-mäßig auch Sachen machen. Mir hat das jetzt alles nicht zugesprochen, es hätte mir keinen Spaß gemacht, da irgendwelche Sachen zu verkaufen. Aber sowas gibt es halt auch. Du kannst überall vor Ort arbeiten, musst halt nur dich drum kümmern. Und bei mir ist es halt immer so gewesen, wenn ich das Gefühl hatte, so ja, jetzt gerade, ich spüre, das soll kommen, dann gehe ich raus und plötzlich kommt es auch zu mir auf irgendeine Art und Weise und dann habe ich Glück und habe den nächsten Job in der Tasche. Oder habe Glück und habe Straßenmusiker kennengelernt, die zusammen mit mir dort eine kleine Show kreieren. Also einfach machen und auch keine Angst vorm Versagen zu haben, denn umbringen wird es dich nicht. Ja, sowas bei mir. Eine Sache habe ich noch, wie ich mich finanziert habe. Auf der ersten Reise habe ich auch auf Gran Canaria Work and Travel gemacht. Da war ich auf zwei verschiedenen Biohöfen. Die haben auch nur Gemüse und so angebaut. Und da habe ich halt mitgeholfen, irgendwelche Steine herumzuschleppen. Was haben wir da noch gemacht? Palmen klein gehäckselt, eine Terrasse gebaut und die Pflanzen bewässert. Und dafür habe ich halt Kost und Logis bekommen und das ist ja auch möglich. Das kann man immer machen und es werden immer Leute da auf diesen Plattformen sein, die dich suchen. Jetzt wohne ich ja für 4 Monate in einem Haus. Was danach passiert, weiß ich nicht. Anton, also mein Caravan, vermiete ich. Und wenn du Interesse hast, mal in einem Wohnanhänger zu wohnen mit Heizung, dann schreib mir auch gerne, wenn du interessiert bist an einem Bewusstseinstraining bzw. Coaching mit mir für die innere Motivation oder einfach dafür, dass du wirklich selbst und frei bestimmt dein Leben leben kannst, so wie du es möchtest und irgendwie Schwierigkeiten hast auf den ersten, ja, auf dem ersten Weg oder irgendwie merkst du,
ich komme gerade nicht weiter, aber ich brauche mal eine zweite Meinung von außen, woran das liegen könnte. Vielleicht brauche ich ein paar Tools, ein paar Tipps, wie ich mich da wieder befreien kann von bestimmten Zwängen. Dann schreib mir auch gerne, ich bin bereit, Coachings auch anzubieten, auch in einem angemessenen Preis. Ich weiß, dass die relativ teuer sind bei mir, aber ich finde, das ist nicht teuer, auch wenn es auf dem ersten Step sozusagen so wirkt. Deshalb, ich bin bereit dafür, wenn du persönlich sagst, so, ich kann mir das jetzt nicht so leisten, dann schreib mir einfach und ja, dann reden wir darüber. Es ist gar kein Problem. Was ich auch noch mache, sind Windspiele. Die habt ihr vielleicht mal bei der Instagram-Story von mir gesehen. Ich habe Muscheln in Spanien und Portugal gesammelt und die hänge ich halt an so ein Holzstück dran. Also an zwei meistens. Und dann mache ich da Perlen, Muscheln, Glitzer, was man haben möchte mit rein. Kastanien habe ich jetzt auch gesammelt. Also es ist so ein Natur-Windspiel, kann man sich gerne ins Zimmer hängen oder auch draußen. Deshalb heißt es auch Windspiel. Und sieht voll schön aus. Also falls ihr auch sowas irgendwie schön findet, ich versende die auch. Ihr könnt mir sagen, wie groß die sein soll. Ich mache ganz, ganz große und ganz süße kleine. Jo. Also das hier ist zum Beispiel ein Traumfänger, den ich gemacht habe, aber ein ganz kleiner. Ach, was ich noch dazu sagen möchte, ist, momentan besuche ich ganz viele verschiedene Kurse zur Selbstständigkeit und ja, lerne viel dazu, schaue mir auch im Internet viele Dinge an, denn das ist alles nicht so einfach, vor allem die ersten Schritte, weil ich habe das nicht in der Schule gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das gelernt habt. Wenn ja, freut es mich wirklich für euch. Ich habe das Gefühl, ich muss echt eine Menge einfach jetzt lernen und ja, damit verbringe ich jetzt erstmal die nächste Zeit und bin auch froh, dass ich dann hier in Deutschland bin, weil ich einfach die Möglichkeiten hier habe, mich da zu informieren und zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ich jetzt auf Reise wäre, hätte ich die Möglichkeit nicht. Und ich kenne hier auch noch Leute, die das schon gemacht haben, die schon ein paar Schritte weiter sind als ich, wo ich von nochmal lernen kann, wo ich auch persönlich mit denen nochmal schauen kann, wie macht man dies, wie macht man das. Ja, da bin ich super, super dankbar drüber. Und falls ihr nochmal Tipps habt oder so und euch da auch irgendwie auskennt, sagt mir gerne Bescheid, schreibt unten was drunter oder schreibt mir eine E-Mail, die steht auch unten in der Beschreibung. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Auch den Hund kennenzulernen hat mir sehr Spaß gemacht. Und der Dietmar aus dem Boot lässt euch alle grüßen. Es wird bald ein kleines, schönes Interview mit ihm geben, denn er wohnt dort auf dem Boot mit seinem Hund. Also bis dann, liebe Grüße, eure Friederike von Frieden. Und wer weiß, Leute, vielleicht habe ich spontan doch die Idee zu reisen und in den Süden zu fahren. Ja, wer weiß, also die Sachen können sich immer ändern. Jetzt weiß ich erstmal, dass ich hier bin, aber ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.